wie du das machst. Der nächste junge Herr studiert etwas noch Langweiligeres als Jus. Nämlich Medizin. Ja. Er kommt aus Thun, er war schon öfter hier. Es ist uns immer eine große Freude, wenn er da ist. Ich hoffe, ihr habt auch Freude. Zeigt es mit einem riesigen Applaus für Michael Frei! Ja, also ich muss es noch korrigieren, ich bin Arzt, hey, ich bin fertig. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir vor einem Zeitchen haben wir ganz viele Leute gesagt, die sollen mal etwas aus mir machen. Ich habe es nicht gegoogelt. Also etwas aus sich machen, 23 Millionen Vorschläge gegeben. Ich habe gefunden, das muss ich noch ein bisschen spezifizieren. Dann habe ich gegoogelt, reich werden Schweiz. 24,7 Millionen Vorschläge und ja, das Beste hat mir eigentlich der 10-Punkte-Plan von Hansi Leutenegger gedünkt. Ich habe gefunden, das Schwierigste ist nicht etwas zu machen, sondern gar nichts zu machen. Und darauf habe ich diesen Text geschrieben, es geht um nichts. Mach doch nichts. Der Text heisst Time of Your Life. Geht so. Du kannst ja nicht den ganzen Tag rumliegen. Der frühe Vogel fängt er, warum denkst du? Du kannst ja nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegen. Morgenstund hat Gold im Mund, denkst du? Du kannst ja nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegen und YouTube oder Netflix oder Instagram, den letzten beißen die Hunde, denkst du? Du kannst ja nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumliegen und Löcher in die Luft starren, denkst du? Liegst du auf dem Sofa und starrst Löcher in die Luft. Weil heute ist ein Tag wie ein bockiges Kleinkind. Es wird einfach nicht laufen, denkst du? Und darum liegst du auf dem Sofa, stehst Löcher in die Luft von dem blaudunstigen Himmel, auf dem Foto von der Insta-Story, die der Tömmel gepostet hat, und merkst, wo sich dein Gesicht so in dem iPhone spiegelt. Fuck. Du bist 25, liegst am Freitagmittag auf dem Sofa, hast immer noch das Bischemann und gibt 3 Stunden von deinem Tag damit verbraten, ein Doku über ökologischen und ökonomischen Impact von nepalesischen Zwerggeißhirten zu schauen. Was hast du eigentlich in deinem Leben erreicht, fragst du dich. Andere haben mit 25 eine dritte Säule, du hast nicht mal 3 Stühle. Andere haben mit 25 ein gewolltes Kind und ein Trampolin im Garten. Du hast nicht mal mehr Sex, seit das Händchen weg ist. Andere haben mit 25 schon ihr erstes Start-up verkauft und chillen jetzt in Las Vegas. So wie der Dömo. Das war mal die beste Freundin, der Dömo. Guter Knüttel, der Dömo. Mit dem Dömo hast du aber Time of Your Life von Green Day gelassen. Zuerst mal gekifft. Sie zusammen zu Riemini gezeltet im Sommer und haben versucht, in diesen Italo-Discos Frauen aufzureissen. Wobei, eigentlich seid ihr mehr so mit einer 6-Terzi Flasche Birra Moretti schüch auf verkrampft zwischen Bar und Tanzfläche umgestanden und am Schluss vom Abend von den einheimischen Jugendlichen verprügelt worden, weil ihr die falsche angeschaut habt. Item. Dann hat der Dömo eben den Dating-App-Algorithmus entwickelt, teuer verkauft und liegt jetzt in Las Vegas auf so einer überdimensionierten Einhorn-Luftmatratze im Infinity Pool und genießt Geisskäse aus Nepal. Und du liegst auf dem Sofa und weisst nicht, was du mit dir anfangen sollst. Der Mensch sei das Produkt von seiner Erfahrung, steht unter dem Bild vom Dömo. Hashtag Daily Inspiration, Hashtag New Day, New Opportunity, Bizeps Emoji, Feuerli. Aber nur wo anfangen, beim Anfang etwas aus sich zu machen, was? Könntest du irgendein Start-up gründen, wie der Tömmel vielleicht Sepp, wo die Kinder daran erinnern, dass sie sich vor dem Essen sollen, gleich die Hände waschen? Safety first, sollte das heissen. Aber von Business hast du eigentlich keine Ahnung. Du bist ja der, der lange Zeit hat gemeint, dass wenn man bekifft ein Abenteuer erlebt, dass es Joint Venture sei. Gescheiter etwas Kreatives, denkst du? Hast du ja gern besser können, ein bisschen kreativ sein, denkst du? Irgendetwas mit Musik? Das Lounge-Jazz-Album mit bekannten Songs für Hippie-Bars und Hotel-Lobbys. Könnte dem auch noch gefallen, in Las Vegas, denkst du? Vielleicht ein Cover von Time of Your Life. Oder Atemlos von Helene Fischer. Und in deinem Kopf hat es ein bisschen auf den Summen. Atemlos, du durch die Nacht, ja, aber der Dab-Dub da. Hier steht wirklich eben der Dab-Dub da. Und es float noch recht, bis du merkst, dass du aus der Blockflöte kein Instrument spielst. Und du liegst immer noch auf dem Sofa oder der Demo postet so ein Boomerang-Video, wenn er in den Pool kumpelt und wieder rausfliegt und wieder reinkumpelt und wieder rausfliegt. Immer hin und her und darunter steht Hashtag The Art of Chill. Könntest du etwas mit Kunst machen, irgendeine Performance-Installation? Vielleicht eine, die die Bilder des Museumsaufsehers bewachen. Jedes Mal, wenn du einem Aufseher nachkommst, dann würde ich das Bild so vorwurfsvoll anschauen, sich räuspern oder rufen. Schauen tut man mit den Augen!
Oder machst du bemalte Linsen, die sich die Leute dann ins Auge tun können? Das Werk würde dir dort tragen, die Kunst liegt im Auge des Betrachters, voilà. Aber es ist irgendwie auch nichts, denkst du, liegst du weiter immer auf dem Sofa und studierst ein bisschen das Sendeln nachher, was sie eigentlich so macht und wie es ihr geht. Könntest du dir wieder mal schreiben, gute Frau gewesen, die Sendeln. Er konnte ein Bier mit den Zähnen auftun. Das Knickenbuch, das sie dir geschenkt hat, hast du auch noch nicht gelesen. Könntest du mal lernen, wie man Krawatten bindet, den USB-Stick beim ersten Mal richtig einsteckt. Oder wie man sich das Hemd zu versauen mit einer Gabel ein Cherry-Tomatli isst. Der Dömo ist sicher nur noch halbe Cherry-Tomatli, denkst du. Könntest du mich auch mal anrufen, denkst du. Ich habe schon gesagt, sollst du dich melden, falls du es mal brauchst, aber das liegt jetzt irgendwie auch nicht mehr drin. Du liegst immer noch auf dem Sofa und der Tag geht dem Ende zu. Und der Dömo postet ein Bild von einem Kaktus. Und manchmal wäre schon gerne ein Kaktus. Ein Kaktus könnte Tomaten essen, ohne dass es spritzt. Er würde sich aufspiessen. An einem Kaktus würde niemand sagen, wenn er rumliegt. An einem Kaktus wäre es so egal, ob er einen Wurm fährt. Ein Kaktus würde noch nie von einem Hund beißen. Nein. Bei einem Kaktus hat man keine grossen Erwartungen. Und das sollte man bei Menschen auch nicht haben, denkst du. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, ist der Tag der beste gewesen seit langem. Einfach auf dem Sofa liegen und nichts machen. Weil wer sagt, der Mensch sei das Produkt von seiner Erfahrung, dann muss er sagen, die eigene Enttäuschung ist nur das Produkt von seiner Erwartung. Und irgendwo sitzt vielleicht jemand in einem Büro und denkt, fuck, ich bin 25 und Arzt. Ich habe eine Reihenhaushälfte. Meine Freunde haben nicht mal ein Velo in eine dritte Säule, statt bis um 3 Uhr Ausgang zu gehen. Was habe ich eigentlich in meinem Leben schon erreicht? Und die Frage ist doch nicht, liegt es noch drin oder nicht? Wichtig ist, dass man überhaupt liegt. Denkt immer dran, das eigene Leben ist ein bisschen wie ein fremdes Dekolleté. Wenn man zu lang, zu genau her schaut, gibt es früher oder später Probleme. Aus Thun, Michael Frey! Was denn? Punktlandung. Er hat's betont. Den kenne ich nur noch so an. Dr. Michael Frey. Sorry, ich habe da manchmal ein bisschen länger. Ich glaube auch immer noch, dass George W. Bush US-Präsident ist und die Welt danach besser wird.